Welt-Chefredakteur Ulf Poschardt hier bei mir im Studio. Schön, dass du da bist. Danke für die Einladung. Ulf, Angela Merkel kriegt den Verdienstorden, den Bayerischen, für ihre Verdienste am bayerischen Volk. Ich glaube, wir alle wissen noch wenige Jahre zurück, wie sie 13 Minuten neben dem damaligen CSU-Chef stand und abgekanzelt wurde. Wie schnell dreht der Wind in Bayern? Ich glaube, wir erleben interessante Verschiebungen. Und sagen wir mal so, Markus Söder ist ein Genie politischer Wendigkeit. Und er hat ja nicht nur nicht korrigiert, wie er sich damals, da war ja erkennbar eine Opposition zu der Migrationspolitik, es war ja nicht nur Seehofer, es war ja Söder auch. Und in der Corona-Krise sind die sich sehr nahe gekommen. Ich glaube, anders kann man es nicht beschreiben. Da hat nämlich das, was sie immer schon verbunden hat, heimlich Ausdruck gefunden, die große Liebe zum Staat und zur staatlichen Autorität. Markus Söder ist jemand, der sich mit dem Amt gerne verwechselt und ist voller Überzeugung der Ministerpräsident, der auch sagt, ich bin irgendwie wie Bayern. Und er hatte dann in dieser Ausnahmesituation Corona eine Kanzlerin, die sich auch mit dem Land ein bisschen verwechselt hat. Und da waren sich beide einig, jetzt müssen wir führen, regieren. Und all das, was uns vorher getrennt hat, vergessen wir. Er hat Abbitte geleistet, übrigens auch in Interviews bei uns. Rückblickend, es täte ihm leid. Das ist eine ganz große historische Figur, diese Kanzlerin. Und ich muss sagen, eigentlich, wenn es jetzt blanker Opportunismus wäre, es gibt ja Leute, die sagen sowas, dann wäre der Zeitpunkt, Stichwort Aiwanger, Landtagswahlen, eigentlich gar nicht so ideal, um jetzt mit Frau Merkel zu touren, die ja auch in der Union von vielen Seiten angegriffen wird. Also es ist kompliziert, aber es ist bei den beiden auch wirklich interessant, weil Angela Merkel auch Söder immer, glaube ich, nicht nur heimlich das Allerletzte fand und in Corona entdeckt hatte, sehr ein großer Staatsmann, mit dem ich das zusammen machen kann. Aber glaubst du nicht, es spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein? Er tritt ja jetzt im bayerischen Landtagswahlkampf sehr konservativ auf, ist mittlerweile der Anti-Grüne, das haben wir auch schon anders gesehen. Glaubst du nicht, es spielt vielleicht auch ein bisschen mit rein, dass Angela Merkel ihm die Möglichkeit gibt, vielleicht auch Wählerinnen und Wähler abzugreifen, die nicht ganz so konservativ sind und vielleicht gar nicht so einverstanden sind mit dem Kurs, den er jetzt fährt? Jein. Also Angela Merkel, glaube ich, hat nur noch die Grünen und die Journalisten, die sie verehren, in der Union eher eine Minderheit. Und insofern hat er da sicherlich gleich zwei auf einen Schlag, also Grüne, Journalisten. Und da macht er sicherlich den Punkt. Das ist aber nicht sonderlich konsistent, weil das ist ja derselbe Söder, der vor, wann war es, 2 Wochen, wir haben die Erdinger Aufnahmen gesehen, das ist ja eine ganz andere Tonspur. Ich bin ja Landsmann von Markus Söder und ich gucke das so an und ich finde so diese fränkische Nonchalance, dann machen wir es halt immer so, ja, das ist schon sehr amüsant. Glaubst du, er greift nochmal nach dem Kanzleramt? Ja, wir wissen es nicht. Greifen wir im Augenblick viele nach scheinbar diesem Kanzlerkandidaten-Ding. Henrik Wüst hat uns wissen lassen, dass ihn das interessiert. Friedrich Merz hat deutlich gemacht, findet er nicht so toll. Und wir sprechen ja, glaube ich, gleich auch über die AfD. Auch da hat man jetzt die Idee, Kanzlerkandidat. Ich frage mich gerade nur, ob die Grünen angesichts der aktuellen Umfragen finden, dass es jetzt an uns auch mal über die Kanzlerkandidatur nachzudenken. Ich glaube, Frau Baerbock kriegt gerade amüsiert, wie Habeck abrutscht. Du hast es schon angesprochen, das Stichwort AfD. Wir hören erst mal kurz rein, wie Tino Chrupalla sich geäußert hat, wie er begründet hat, warum man denn einen Kanzlerkandidaten aufstellen möchte. Ich habe das bereits im Bundestagswahlkampf 2021 angekündigt, dass es mittelfristig unser Ziel sein muss, einen Kanzlerkandidaten aufzustellen. Und ich denke, dass wir das zur Bundestagswahl, so wie es Alice Weidel richtigerweise gesagt hat, auch tun werden. Wir führen jetzt auch keine Personaldiskussion, wer der Kandidat ist. Das wird am Ende die Partei, das wird bei uns logischerweise die Basis entscheiden, zur gegebenen Zeit, also nicht heute und morgen. Aber die Ankündigung allein, denke ich, ist richtig und wichtig. Damit zeigen wir, dass wir Verantwortung übernehmen wollen und dass wir dazu auch bereit sind. Wir sind natürlich gesprächsbereit mit allen Parteien, außer mit den Grünen, das muss ich ganz deutlich sagen, weil diese Partei handelt gegen deutsche Interessen. Das ist die gefährlichste Partei in Deutschland, mit denen alle anderen auch ihre Politik fortsetzen wollen. Die CDU will mit den Grünen koalieren. Also wer CDU wählt, muss wissen, dass die aktuelle Politik, wie sie unter der Ampel fortgeführt wird, auch unter der CDU fortgeführt werden soll. So, da steckt jetzt ganz viel drin. Fangen wir mal am Anfang an. Die Protestpartei, die auf einmal einen Kanzlerkandidaten stellen will, hat sich das Selbstbild, das Selbstverständnis der AfD durch ihr Umfragehoch gewandelt? Nein. Ich glaube aber, das ist ein nicht sonderlich überraschender Move. Wir erinnern uns an die
Fantasie-Kanzlerkandidatur der Grünen. Und wir sehen, dass man nicht so sehr den Umfragen trauen soll, sondern wie viel Substanz als Volkspartei hat man. Allerdings das Momentum in den Umfragen ist ganz klar bei der AfD. Die aktuellen Umfragen sehen die bei 19%. Das ist vor der SPD. Und natürlich ist das ein Move, der ihnen garantiert, oder man wird sehen, wie die Medien damit umgehen, wie wir damit umgehen. Eine Kanzlerkandidatin, ich vermute mal, das läuft auf Alice Weidel zu, wäre eine, die natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit bindet. Die ist nicht vollkommen radikal wie Björn Höcke. Und wenn aber Kubala sagt, wir wollen es von der Basis wählen lassen, halte ich auch nicht für ausgeschlossen, dass diese Basis so weit radikalisiert ist, dass sie dann einen vom Verfassungsschutz beobachteten Landeschef wie den Herrn Höcke da aufstellen. Und dann haben wir in der Tat eine sehr bemerkenswerte Situation. Du hast gerade gesagt, wir müssen schauen, wie wir Medien damit umgehen. Aber wir müssen natürlich auch schauen, wie gehen andere Parteien damit um. Einen Kanzlerkandidaten oder Kandidatin aufzustellen, bietet ja eigentlich auch viel Angriffsfläche. Trotzdem, was wir die meiste Zeit sehen, der Umgang der anderen Parteien mit der AfD ist Ignoranz. Gehst du davon aus, dass das so bleiben wird, auch bei einem möglichen Kanzlerkandidaten? Wäre das klug? Na, klug ist es auf gar keinen Fall. Wenn ich hier eine kleine Produktwerbung machen kann, in 5 Minuten geht live mein erster Podcast, den ich zusammen mit dem Forsa-Chef mache. Und wir sprechen genau darüber. Wir gucken uns die Zahlen an. Woher kommt diese Entwicklung der AfD? Was ist sozusagen der demografische Hintergrund? Und welche Themen haben, und das ist sehr interessant, dass Kupala das selber anspricht, inwieweit haben die Grünen mit ihrer Identitätspolitik und ihren Themen der AfD ein Feld bereitet, auf dem sie relativ einfach einreiten kann. Das ist hochkomplex. Im Augenblick erleben wir eine Schuld zu. Für jedes Lager sagt, ihr seid schuld. Die Ampel sagt, die CDU ist schuld. Die CDU sagt, die schlechte Ampelregierung ist schuld. Und all diese Diskussionen stärken die AfD, weil sie wirken in diesem ganzen wechselseitigen Schuldzuweisungen einfach nur als diejenigen, die nur dastehen und sagen, wir sagen, was wir immer sagen. Natürlich ist Quark. Niemand wird mit der AfD koalieren. Niemand. Und da muss er sich auch gar nicht von den Grünen absetzen. Weder die CDU, geschweige denn die FDP, noch die SPD denkt auch nur drüber nach, irgendein Gespräch mit denen zu führen. Das heißt, der wirklich wahre politische Satz ist, wer die AfD wählt, hat hochwahrscheinlich am Ende wieder eher ein grün-halblinkes, linkes Bündnis. Viel wahrscheinlicher, das ist eine Protestpartei. Aber sie spielen ihre Karten im Augenblick hochprofessionell. Und man wird sehen, ob es den anderen Parteien gelingt, einen vernünftigen Umgang damit zu finden. Ich ergänze noch die Union. Ja, was ist mit der Union? Also Friedrich Merz, alle in der Union, Henrik Wüst, alle haben deutlich gemacht, es gibt keinerlei Zusammenarbeit. Wir erleben ja jetzt in Thüringen zum ersten Mal auch Kommunalwahlkämpfe, wo inklusive der Linkspartei eigentlich sich alle Parteien versus die AfD stellen. Ob das politisch so schlau ist? Ja, also die Union ist da, Stichwort Brandmauer, sehr klar sortiert. Ulf, danke schön für die Analyse und wir nehmen Gerne. Natürlich die Podcast-Empfehlung mit. Vielen Dank. Danke sehr.